herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provence mit dem Tiger Farm. Hallöchen. Und dem Leon. Hallo. So, endlich. Eine Folge später wie geplant. Eigentlich wärst du gestern schon dabei gewesen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Aber ist ja nicht ganz so wild. So. Hauptsache ich bin jetzt hier. Exakt. Und warte mal, Tiger Farm, lass mich auch mal kurz reinsitzen. Er hat nämlich hier die Mischration fertig zustande gebracht, indem wir nur einen halben Wagen, einen halben Ballen Stroh drin hatten, gell? Ja. Einen halben Ballen Stroh, ein Ballen Heu und den Rest Silage, gell? Das ist richtig. Alter, das ist aber viel. Hast aber viel Silage reingeballert hier. Okay, dann machen wir die Kühe mal noch ein bisschen glücklich. Hau mal rein. So. Bin mal gespannt, wie viel da überhaupt reinpasst. Leon kümmert sich ein bisschen um die Tiere heute. Schon weg. Ich hab mich gleich in den Johnny mit dem Frontlader reingehockt. Ah, ist okay. Oh, ich glaube, da passt noch mal so viel rein. Bestimmt dreifach noch mal. Ich verirre mich gerade hier auf dem Hof irgendwie. Weil die Map, die kenne ich noch nicht so ganz. Es ist leer, gell? Ja, ich glaube, eine Ladung passt mindestens rein. Aber die können wir gar nicht machen, weil wir keinen halben Ballen Stroh haben, oder? Doch, wir haben doch noch das lose Stroh. Ah, stimmt. Ja. Da kann ja Leon gerade mal auffüllen, oder? Ich bin schon da. Ja, guck mal hier, das Stroh muss in den kleinen Dinger rein. Am besten zwei Schaufeln. Okay. Ja, 3 geht auch, oder? Aber ihr macht das schon. Ich kümmere mich weiter um die Ballen. Tiger Farm? Ja. Parkst du dich bitte ungefähr da, wo ich jetzt stehe, ungefähr? Ja. Dass ich rückwärts fahren kann an Heu rankommen. Mit dem Ballen verladen sind wir noch nicht fertig. Wir haben hier noch Grasballen, die wir auch noch einlagern wollen müssen. Können. Sollte. Und ich habe auch. Wir könnten überlegen, ob wir die eine Wiese vielleicht zu einem Feld machen. Die Wiese neben dem Hof, die andere. Ja, ist halt die Frage. Die eine hier ist ziemlich bergig. Die direkt hinterm Hof. Ist halt die größere Wiese, also von dem her. Also ich würde das die Wiese nehmen. Ne. Feld machen. Wo auch das Fasilo steht. Ah, da unten, stimmt, da können wir auch. Stimmt, das wäre noch besser. Ja. Ups. Ballen runtergefallen. Ah doch, der IMT ist eigentlich frei noch als Traktor. Weil wir vorhin überlegt hatten, welcher Traktor überhaupt noch da ist. Ach, du leck mich doch an grüne Neune, Alter. Oh. Ach, du Heilige. Was habt ihr denn gemacht? Das Stroh ist nicht in den Futtermischer gegangen, sondern auf den Boden. Aber gleich hier oben. Warte, ich war vor dich. Ja. So, ich verlade gerade die ersten Heubahnen. Grasbahnen. So, stopp. Jo, so passt das doch. Nein, jetzt ist der runtergerutscht. Geht gut. Noch was, oder? Okay. Nee, das müsste jetzt erstmal reichen. Warum ja. Ein Heubein verladen? Kurz? Ja, ich komm. Kann ich mir schon dir irgendwas gleich mitnehmen oder? Ja, bei den Kühen halt sauber mal. Du kannst gleich auch zum Fahrsilo runterfahren.
da den restlichen Silage reinschaufeln. Ich sagte doch, die Tore hier sind zu schmal. Ey, und die Autos, die fahren richtig französisch hier. Die boxen einen an, das gibt's gar nicht. Achso, Tempomat ist auf 10. Die haben ja keinen Bock auf die Regeln. Habe ich hier so schön. Soll ich mal probieren, zwei Heuballen reinzumachen? Dann müsst ihr nicht so viel Silage reinschaufeln. Ja, probier mal. Warte einfach. Nein, wir haben unten, wo das Farmhaus steht, ein Fahrsilo. Ach so, schön. Alter, an die Hühner ist das war Futter daneben gegangen. Das wollen mich gleich mal ein. So, ja. So, wie sieht's aus? Passt? Ja, das wird sich dann regeln, wenn da genug Silage drin ist. Na, hoffe ich mal. Nicht, dass es so ist wie im Heu. Im Stroh, sorry. Ja. So, habt ihr auch das Feld ein bisschen im Blick, ja? Dass wir es sehen? Das rechtzeitig dann direkt abernten. Da ist immer noch genauso bewachsen. Also ist. Haben wir Unkraut an oder aus? Oh, stinkt Kalk, müssen wir auch mal gucken. Nee, Kalk müssen wir nicht. Unkraut ist aus, doch Kalken ist an. Ja, aber Kalken ist an, aber muss nicht. Ah, okay. Ja, Unkraut ist aus. Okay. Leon, kommst du zu mir, bitte? Okay, ja. Varuna? Ja. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Die schau ich ja auf jeden Fall immer an. Du hast Dreckherr, Babes. Frage, ob ich hier Fernsehwerbung haben möchte. Ja, ich bin scheiß drauf. Kennt ihr das? Silage reinfahren, bitte, vom Silo. Ja. Das wäre nett. Bis voll. Gut. Ist immer ein bisschen schwierig, über irgendwelche anderen Sachen zu sprechen, weil man dann, je nachdem, das eben als Werbung deklarieren muss. Habe ich keine Lust, weil ich krieg ja von dem Fernsehsender nichts dafür, dass darüber gesprochen wird. Ja. So, eigentlich hatte ich mir auch überlegt, ob wir uns ganz viele von den Ballenwagen kaufen und dann die Ballen einfach immer drauf lassen. Beim Verladen bin ich nicht so der Profi, aber Hauptsache ich verlade das Zeug. Werkstatt haben wir am Hof, gell? Ja. Unten irgendwo bei den Hühnern, glaube ich. Bei den Hühnern. Quasi gegenüber. Noch ein bisschen. Okay. Geh noch zerschaffen rein? Nee. Ein, okay. Das passt. Warum? Ich vermute, dass mit den zwei Heubeinen ist nicht geglückt. Nein. Kann sie das Heu einzeln rauskippen? Nee. Nee. Schade. War mal wieder zu optimistisch. Aber vielleicht geht es noch. Das geht safe zu nehmen, so. Ja, ist voll. Okay. Setzt er das, wenn du jetzt ganz normal abtankst, als Futter? Ja. Tut er dann von allem gleichmäßig aus?
Weil dann könnte ja sein, dass es sich, dass du dann noch ein bisschen, wenn du Silage nachkippst, dass es dann zur Mischration bitte wird. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mit den Holbern, mit den zwei Holbern nicht geglückt. Okay. Ja, Versuch macht klug, sag ich mal. Ja. Noch was? Erstmal nicht, glaube ich. Also was das Futter angeht. Wie viele Eierpäckchen haben wir denn schon? Wir haben 114 Liter Eier. Aber noch kein Päckchen da liegen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann eigentlich immer... Na, obwohl... Ist bei den Hühnern schon sauber? Ja. Und Kühe? Noch nicht. Noch nicht. Habt ihr so eine Maschine, wo man die Traktoren sauber macht? Nee, einfach mit Frontlader. Sowas gab es früher noch nicht. Nee, die Trecker sauber machen. Ach so, zum Putzen meinst du? Ja. Nee, einen Kercher haben wir auch nicht. Und ist da ein Fluss zum Schrippen. Aber warum auch? Geht das? Ja. Es ist alles reingegangen. Das heißt, es funktioniert doch. Ja, stimmt. Dann gibt es ja wahrscheinlich eine kleine Abweichung. Also es wurde dir nicht als Mischration angezeigt, oder was? Nö, das wurde mir als Futter angezeigt. Okay. Es wurde trotzdem beim Mischration aufgefüllt. Ja, ich hab's gesehen, es sind 22.000 drin. Das ist ja super. Ja, da sind die Kühe jetzt top versorgt. Ja, toll. Steht eigentlich schon eine Milchkanne rum? Milch haben wir 502 Liter. Und das jetzt einfach in den Futtertrichter schmeißen oder was? Genau. Würdest du dann nochmal so einen Pflug holen? Irgendjemand von euch? Einfach mieten? Ja. Dass wir da das Feld relativ schnell dann angelegt bekommen. Morgen, denke ich. Hm. Ich habe hier noch vier Ballen, die ich aufsammeln muss. Mit der Kühen wäre ich jetzt auch fertig. Gut. Dann könnt ihr euch drum streiten, wer den Ding holt, den Pflug. Da Leon jetzt hier neu ist, würde ich ihn das machen lassen. Netterweise. Oh. Wenn ich wissen würde, wo der steht. Beim Shop. Ich miete einen, der steht dann hinterm Shop. Markus setzen. Was ist eigentlich mit dem gemieteten Universalanhänger? Welcher ist das? Warte. Wir haben jetzt zwei gekauft und einen gemieteten. Ich glaube, das ist das Wasserfass. Nee, ich glaube nicht. Doch. Ach, wir haben die zwei Ballenwagen sind, glaube ich, gekauft. Ich glaube, das der Tank ist gemietet. Nee, ich glaube, ich habe einen Ballenwagen damals gemietet, als ich das Heu abgeholt habe. Okay. Aber das wäre jetzt schlecht, den zurückzugeben. Ja, jetzt vielleicht nicht jetzt. Nee, wenn ich die Ballen abgeladen habe, dann müssen wir mal gucken. Stimmt, den sollte man nämlich zurückgeben. Das sind unnötig Kosten, die wir da haben. Kannst du mich mal kurz in den Trecker lassen? Du musst dir zugucken. Ja. Wir gucken. Mach weiter. Ja, was arbeitest du? Du kannst mal den hinteren... Nee, warte noch kurz. Du kannst gleich mal die Spanngurte dran machen beim hinteren. Ja. Oder beim vorderen, ist egal.
wenn der Ballen hier drauf ist, warte. Und was ist mit dem hier? Ja, den mache ich hinten noch dran. Achso. Ah ja, so, so eine Pyramide. So. Ha. Schön aufgeladen. Wie immer. Das war jetzt Gras, gell? Ich glaube, das tun wir aber schon alles zusammen. Da, wo das Gras auch drin ist, rein. Ja. Guti. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Ja. Hängst du mir den Anhänger an? Bitte? Dankeschön. Schön langsam und vorsichtig fahren. Ja, 10 km/h. Ich glaube 15 geht auch. 20 geht auch. Pass auf mit dem engen Tor hier. Ich dachte, es ist nicht so eng. Es ist auch nicht. Aber wenn du sagst, es ist eng. Ja. Ist es doch eng. Ah, es sieht super aus. Warte mal, dann machen wir doch gerade mal hier so einen kleinen Snapshot hier. Jo. Ja. Jo, fahr weiter. So. Oh, toll, jetzt darf ich die ganzen Dinger noch abladen. Ey. Yay. Warum könnt ihr das nicht? Ich kann das von Geburt aus nicht. Das muss man, sowas muss man lernen. Hängst du ab? Ich kann mich nicht gerade nicht bewegen. Jetzt. Die Frage, was ich zu tun habe. So, was kann ich machen? Kuba, Flüger. Ja. Was seid ihr pack denn? Pack den erstmal hier hin. Nee, warte mal, Teil von, du könntest eigentlich. Wo wollten wir Feld anlegen? Neben dem Farmhaus. Ah, unten, gell? Ja. Dann würde ich sagen, Tiger Farm fährt einmal außen rum. Okay. Du legst die Feldgrenze fest. Ich hoffe mal, es geht, weil Man ging ja nicht. Der IMT steht ja irgendwo rum. Ja. Und dann könnt ihr zusammen die Felder generell fertig machen. Aber dazu kommen wir dann erst in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende. Lass meine Ballen auf den Wagen. Gell? So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Ah. Ey, das hätte ja fast geklappt, gell? Das war knapp. Ciao. Ciao.